Guten Tag, ich begrüße Sie zum Online-Praktikum unter dem Motto Naturwissenschaftliches Denken 2020. Wir hatten in der letzten Lehreinheit das Thema Photosynthese behandelt. Jetzt folgt Teil 2 zu diesem für die Menschheit als Ganzes wichtigen Themengebiet. Wir werden unter Rückgriff auf die Inhalte des Lehrbuchs heute Experimente mit Wasserpflanzen durchführen, zunächst einmal, um dann uns spezielleren Dingen zu widmen, die ich noch erklären möchte. Punkt 1. Es war der Urvater der Pflanzenphysiologie, Julius Sachs, der, als er noch in Bonn tätig war, als Akademieprofessor damals, in seinem berühmten Handbuch der Experimentalphysiologie der Pflanzen, hier haben wir ein paar Bilder daraus, entdeckte, dass man mit Wasserpflanzen wunderbar Photosyntheseprozesse nicht nur beobachten, sondern sogar quantifizieren kann. Und wir haben jetzt auf Seite 28, Bild 1.6a, die sogenannte Blasenzählmethode zur Bestimmung der Photosyntheserate einer Wasserpflanze. Und wenn Sie das genau lesen, werden Sie feststellen, und das ist auch das Thema, um das es jetzt geht, dass ohne Kohlendioxid keine Sauerstoffproduktion erfolgt. Der Teil 2 dieser Fridays for Photosynthesis Präsentation lautet somit, wie Sie dem Eingangsstatement schon entnehmen konnten, ohne CO2 kein Sauerstoff. Und das war auch der Knackpunkt, das Entscheidende, das Wichtige. Julius Sachs hat entdeckt, wenn man nämlich Wasser abkocht, also das CO2 in die Gasphase bringt, verdrängt und dieses abgekochte Wasser rasch abkühlt, ist es weitgehend CO2-frei. Wenn man das verwendet, gibt es keine Sauerstoffbildung. Wenn man hingegen die Pflanzen systematisch mit Kohlendioxid begast, und das hat er hier dargestellt, über eine bestimmte Apparatur, dann kann man das Aufsteigen von Bläschen entdecken. So, und genau dieser Versuch ist jetzt auf Seite 82 des Praktikumsbuchs Grundpraktikum dargestellt. Ich bitte Sie also, Seite 82 aufzuschlagen und da haben Sie die Logik, was wir jetzt lernen werden. 8.6 Experimente mit Wasserpflanzen steht da auf Seite 82. Man kann also mit zum Beispiel dem Unkraut der kanadischen Wasserpest, aber eben auch mit Hornkraut, Ceratophyllum demersum, das haben wir jetzt hier als Beispiel, das bekommen Sie auch ausgeteilt. Also da haben wir jetzt Ceratophyllum-Sprosse, die gehen genauso. Ich zeige es nachher noch. Mit diesen Pflanzen kann man unter Einsatz der Blasenzählmethode, hier dargestellt in einem Schema da unten, ganz unten, wo mein Finger da ist, dargestellt, mit dieser Blasenzählmethode nach Julius Sachs beweisen. Und das ist das Hauptthema dieses zweiten Teils des Photosynthesepraktikums. Ohne Kohlendioxid kein Sauerstoff. Das böse, böse, verrufene CO2, das das Global Greening hervorruft, haben wir das letzte Mal gesehen, ist auch noch gleich notwendig, damit Sauerstoff entsteht. Ohne Sauerstoff kein aerobes Leben, also keine Lebensprozesse von Organismen, die aus Eozyten bestehen, die also Mitochondrien enthalten. Und Sie wissen alle aus der Evolutionsbiologie, dass praktisch nur durch diese primäre Endosymbiose, die vor etwa 1800 Millionen Jahren stattgefunden hat, Zellen entstanden sind, die Mitochondrien enthalten.
und dass nur die mitochondriale Zellatmung über die Atmungskette letztlich den hohen ATP-Bedarf im Zytoplasma aller Zellen decken kann. Mit Gärungsprozessen können keine komplexen Organismen überleben, weil der ATP-Bedarf pro zytoplasmatische Einheit einfach zu groß ist. Das nur nebenbei bemerkt. Das ist der generelle große Rahmen, den wir heute stecken. Immer alles im Lichte der Evolution natürlich betrachtet. So, jetzt haben wir also diesen Blasenzellversuch. Und jetzt komme ich zum ersten Experiment. Sie bekommen Sprosse dieser Elodea, beziehungsweise wir nehmen Ceratophyllum, also Hornkraut. Jeder bekommt sowas. Sowas Unscheinbares. Und dieser Spross, das werden ausgeteilt, die werden ausgeteilt. Diese Sprosse, diesen Spross geben Sie bitte in ein Glas Wasser. Jetzt haben wir ja das letzte Mal gelernt, dass die Ausatmungsluft des Menschen sehr viel Kohlendioxid enthält, also ein Stoffwechselendprodukt, ein Abfallprodukt. Das hat Wilhelm Pfeffer als erster beschrieben in seinem großartigen Werk Pflanzenphysiologie, wo es natürlich auch um Menschen geht. Logisch. Menschen können nur leben, wo Pflanzen existieren. Ohne Pflanzen leben kein Menschen leben. Diese triviale Aussage muss ich immer wieder treffen, weil es offensichtlich nicht weitgehend unbekannt ist. So, jetzt haben wir also gesehen, unsere Ausatmungsluft enthält 100-mal mehr CO2 als die Umgebung, die umgebende Luft. Draußen, bei geschlossenen Zimmern haben wir schon ein Problem, wenn sich mehrere Menschen da aufhalten, dass der CO2-Gehalt ansteigt. Das führt zum Beispiel dazu, dass man Kopfschmerzen bekommt und schlimmere Dinge. Blut säuert an und so weiter und so weiter. Und wenn Sie sich eben jetzt vermummen, dann haben Sie das Problem, dass Sie Ihr Abfallprodukt des CO2 anhäufen und selbst einatmen. Das muss einfach berücksichtigt werden. Ich habe in der letzten Lehreinheit schon gesagt, das können Sie in Nature Sustainability nachlesen, ist alles öffentlich zugänglich. Sie müssen nur die englische Sprache beherrschen und natürlich wissenschaftliche Texte verstehen. Aber das übersetze ich Ihnen ja, indem ich diese Präsentation mache. So, jetzt kommt unser Experiment. Sie nehmen einen Strohhalm, geben einen Spross in ein Glas, bemühen sich, das so anzuordnen, wie auf Seite 82 Abbildung 811a dargestellt ist. Das heißt also die Schnittfläche nach oben. Können Sie alles nachgucken. Das basteln Sie mal selber. Dann nehmen Sie eine Schreibtischlampe, hat heute jeder. Beobachten den Spross. Licht an, 10 Minuten, Licht aus. Beobachten, protokollieren. Sollte an der Schnittfläche Sauerstoff entstehen, erkennbar als kleine Blasen, die nach oben wandern, war genügend CO2 im Wasser. Und jetzt kommt der Versuch, der wichtigste Versuch in diesem Photosynthese 1-2 Block. Sie blasen wieder ein Röhrchen, 2 Minuten lang, Ihre Ausatemluft in dieses Becherglas, in dieses Trinkglas, das reicht völlig aus, und beobachten, ob sich jetzt Sauerstoffbläschen bilden. Wenn Sie das richtig durchführen, werden sich diese Bläschen bilden. Das probieren Sie bitte mehrfach aus. Es ist ein Online-Heimpraktikum. Falls es nicht funktioniert, bitte protokollieren. Hat nicht funktioniert. Wir haben keine Bläschen gesehen. Sie brauchen immer die Faktoren Licht, CO2. Und dann sollte eigentlich in normalem Leitungswasser, das enthält eine gewisse Menge an Ionen, sollte eigentlich die Photosynthesemaschinerie angeworfen werden, sodass also Bläschen aufsteigen, die man zählen kann. Wir lernen also, und so heißt doch diese Lehreinheit, haben wir in der Eingangsfolie schon gesehen, Fridays for Photosynthesis 2,
Ohne CO2 kein Sauerstoff. Wenn Sie überzeugend nachweisen können, dass CO2-freie Luft in der Lage ist, bei einer Wasserpflanze reproduzierbar Sauerstoffbildung zu erzeugen, schreiben Sie mir eine E-Mail. Das wäre eine großartige Entdeckung und würde die physiologischen Wissenschaften revolutionieren. Bitte ergebnisoffen experimentieren. Wenn es nicht funktioniert, schreiben Sie es einfach rein. Nicht ein Fantasieresultat in ein Protokoll aufnehmen. Wir merken das. Wir haben genug Erfahrung. Gut, jetzt haben wir also den Hauptversuch plus CO2. Es entstehen Sauerstoffblasen. Besprochen. Wichtiger Hinweis. Julius Sachs und Wilhelm Pfeffer, beide Professoren des 19. Jahrhunderts, haben noch angenommen, dass der Sauerstoff aus dem Kohlendioxid kommt. Deshalb liest man in den klassischen Werken von der Zersetzung des Kohlendioxids unter der Wirkung des Lichts. Wenn Sie eine Photosynthesegleichung aufschreiben, erscheint es auch plausibel. 6CO2 plus 6H2O gibt im Licht C6H12O6, also Glucose-Einheiten, die zur Stärke polymerisieren, plus 6O2, also Sauerstoff, der sich natürlich in der Luft dann ansammelt. Es war der berühmte Biochemiker Otto Warburg. Sie erinnern sich an die Vorlesung. Das war der Nobelpreisträger jüdischer Abstammung, der dennoch während der NS-Zeit arbeiten durfte, der aus 100 Liter Pferdeblut 1 Milligramm kristallisiertes Nicotinamid Adenin-Dinukleotid NAD+ gewinnen konnte. Es war eine seiner ganz, ganz wichtigen Entdeckungen. Und dieser Otto Warburg hat nicht nur zoologisch geforscht an tierischen Zellen, sondern eben auch als Pflanzenphysiologe. Und in dieser Tätigkeit hat er bis zu seinem Tod behauptet, dass der Sauerstoff aus dem CO2 kommt. Und ganz aktuell, gerade vor 4 Wochen, ist eine wahrscheinlich letzte Forschungsarbeit erschienen, aus der hervorgeht, das erkläre ich nochmal kurz. Wenn wir also Photosystem 2 betrachten, das haben wir hier dargestellt, dann haben wir ja gelernt in der Vorlesung, dass es in diesem Nanomaschinchen, in PS2, Hydrogencarbonationen gibt. Also Hydrogencarbonationen sind integraler Bestandteil des Photosystems 2. Und auf Grundlage dieser wichtigen Erkenntnis, das haben wir jetzt hier auf Seite 303, haben wir Photosystem 2, dargestellt. Und auf Grundlage dieser Erkenntnis, da ist also Hydrogen, ist also HCO3-, Hydrogencarbonation ist da integraler Bestandteil des Photosystems 2. Und auf Grundlage dieser Erkenntnis konnte inzwischen gezeigt werden, dass wenn man Zellen künstlich an CO2 verarmt und dann Kohlendioxid zugibt, das ist eine geringe, aber gut messbare Stimulation der Sauerstoffbildung gibt. Otto Warburg, den ich jetzt rehabilitiere, hat diese Phänomene untersucht, eigenhändig im Labor, da war er schon über 80 Jahre alt, und hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, die wir heute nicht mehr so akzeptieren können. Heute wissen wir, dass ausschließlich die wasserspaltende Uhr in Photosystem 2 dafür sorgt, dass Sauerstoff gebildet wird aus H2O. 2H2O gibt O2 bis 4H+. Das Ganze läuft über die wasserspaltende Uhr, haben wir in der Vorlesung gesehen. Dass aber CO2 bzw. Hydrogencarbonationen hier als Faktor, und zwar als Bestandteil dieser Maschinerie beteiligt sind. Nicht als Substrat, um Sauerstoff herzugeben, sondern als Komponente dieses Pigment-Protein-Ionenkomplexes, der unter der Bezeichnung PS2 Photosystem 2 bekannt ist.
Das ist der aktuelle Stand heute. So, jetzt gibt es weitere Experimente, auf die ich noch eingehen werde, nach dem Hauptversuch, den wir gerade besprochen haben. Nämlich, man kann jetzt, und das ist auf Seite, dieses Praktikum, sind wir beim Praktikumsbuch, auf Seite 83 beschrieben. Man kann mit der sogenannten Indigo-Kamin-Methode den photosynthetisch gebildeten Sauerstoff, der nur in Anwesenheit von CO2 gebildet wird, wobei nicht das CO2 das Substrat darstellt, sondern das Wasser. Klar? Man kann also diesen Sauerstoff unter Einsatz verschiedener Färbemethoden nachweisen. Die Indigo-Kamin-Methode ist ein bisschen trickreich. Man muss also letztlich das so ansetzen, dass zunächst eine gelbe Leuko-Indigo-Kamin-Lösung entsteht. Und wenn jetzt Sauerstoffbläschen gebildet werden im Licht, das wäre also jetzt eine übertitrierte Lösung, wenn man jetzt also im Licht Sauerstoffbildung anregt, dann wird das Ganze blau. Also blau steht für Sauerstoffbildung. Ein schöner Versuch, den kann man auch leicht im Schulbereich durchführen. Die Indigo-Kamin-Farbstoff wollen wir Ihnen aber nicht mitgeben. Das wird zwar für Blue Jeans verwendet, aber und vielleicht auch für das Hemd, was ich anhabe, aber das wäre für ein Heimpraktikum schon etwas zu aufwendig. Machen Sie den Versuch mit dem Ausatmen CO2. Das ist wichtiger. Da kann man ja sehen, dass das Substrat CO2 die Blasenbildung fördert. So, wir müssen jetzt logisch strukturiert hier weitermachen. Sie finden auf Seite 82, da sind wir da hier, einen Versuch, der steht jetzt unter B, Kohlendioxidaufnahme. Also die Logik, die dahinter steckt, ist ganz streng und ganz klar. Wir verwenden Wasserpflanzen. Da haben wir A, Sauerstoffproduktion, haben wir gerade besprochen. Es kommt B, Kohlendioxidaufnahme. Wir können auch sagen, man kann mit Wasserpflanzen den CO2-Gaswechsel in einem geschlossenen System untersuchen, ja sogar quantifizieren. Und dieses Experiment auf Seite 83, 84 exakt und umfassend beschrieben, stammt aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da haben Pflanzenphysiologen unter Einsatz dieser damals modernen pH-Elektroden, da haben wir eine hier, experimentiert und sie konnten nachweisen, jetzt kommt das Entscheidende, wenn man Wasserpflanzen, also zum Beispiel Elodea oder eben auch Ceratophyllum, das Hornkraut, wenn man die dicht bepackt, in ein Gläschen gibt, oben das ganze luftblasendicht verschließt, im Idealfall noch mit Parafilm, dann kann man unter Zugabe von Hydrogencarbonat, und zwar Kaliumhydrogencarbonat. Ja? Warum Kalium? Weil Kalium natürlicherweise als Ion bei Pflanzen vorkommt. Natrium ist hingegen ein problematisches Agens. Ja? Salzstress, Stichwort. Also Kaliumhydrogencarbonat. Bei uns wird alles bis zum letzten Punkt durchdacht. Deshalb nehmen wir Kaliumhydrogencarbonat, nicht Natrium, wie es manchmal beschrieben wird. Gut. Wenn man jetzt also CO2 vorgibt in Form von Hydrogencarbonat, das im Wasser natürlich auch in einem Gleichgewicht steht und CO2 freisetzt, die Gleichung steht auf Seite 83 oben. Wenn man jetzt diese Apparatur nimmt und den pH-Wert stetig misst, dann sinkt der pH-Wert langsam ab. Vorausgesetzt, man verdunkelt das ganze System. Ja, man kann also zum Beispiel eine Alufolie darum herum wickeln, also sowas zum Beispiel. Das wäre jetzt also Dunkelheit. Und das sind Bedingungen, kann man jetzt einen Abfall im pH-Wert messen. Ein Musterergebnis ist im Praktikumsbuch auf Seite 82 abgebildet, selbst von mir gemessen.
immer wieder wiederholt, repräsentatives Ergebnis. Der pH-Wert sinkt ab, es kommt zu einer geringfügigen Ansäuerung, weil das Atmungs-CO2, sind wir da beim Atmen, nicht nur Menschen hauchen Kohlendioxid aus, sondern auch Pflanzen, deshalb sollten Sie in Ihrem Schlafzimmer nicht zu viele Grüngewächse haben. Wenn Sie nämlich dann die Zimmertür zumachen und schön das Fenster schließen, dann kommt es zu einer massiven Zunahme des CO2-Gaswechsels. Wer das nicht glaubt, der liest die Nature Sustainability nach. Können Sie alles nachlesen, habe ich mir nicht ausgedacht. Ist auch keine Fantasie von mir. Ja? Und dieses CO2 führt dann zu psychischen Beeinträchtigungen, es wird Ihnen unwohl, das kann bis hin zu Problemen bei der Wahrnehmung von Sachverhalten nehmen, also kognitive Fähigkeiten nehmen ab. Ja, wenn Sie das lange machen und lange genug Ihr Ausatmen CO2 zu sich nehmen, konsumieren, kann das sogar zu Hirnschäden führen und anderen Dingen, alles belegt in Hunderten von Fachpublikationen. Gut, und dieses Phänomen, das Pflanzen atmen, das sehen Sie hier, wird man den Versuch durchführen, hätte man das wunderschön dargestellt. Die schwarze Punktereihe belegt, selbst diese unscheinbaren Wasserpflanzen, wenn man ihnen das Licht wegnimmt, im Dunkeln, zeigen eine Netto-CO2-Abgabe. Sie atmen, als wären sie Tiere. Um nochmal eine Merkregel rüberzubringen aus der Vorlesung. In der Nacht wird die Pflanze zum Tier, weil nämlich die mitochondriale Zellatmungsmaschinerie, bedingt durch die primäre Endozytobiose vor 1800 Millionen Jahren etwa, als evolutionär hochkonservierte biochemische Maschinerie erhalten ist. Also Pflanzen atmen bei Lichtmangel. Sie atmen auch im Licht, werden aber überdeckt durch die CO2-Assimilation. Das sind komplexe Dinge, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Also mit diesem Versuch, Sie schauen sich das Ergebnis an, beweisen wir, dass auch Wasserpflanzen im Dunkeln Kohlendioxid abgeben. Sie hauchen also schädliches CO2 aus, wenn es einen bestimmten Level überschritten hat. Schädlich, man sollte schon drastisch ansteigen, auf Werte von mindestens ein Volumenprozent, da wird es problematisch. Okay, wenn man jetzt aber das Licht anmacht und vor allem dann hier die Nacht zum Tag macht, dann setzt unter den Bedingungen eine pH-Wertänderung ein. Es kommt zu einer raschen Alkalisierung, also zu einer Kohlendioxidaufnahme. Das nennen wir CO2-Assimilation. Das ist der Begriff, den Julius Sachs benutzt hat oben. Wilhelm Pfeffer, der Herr unten dargestellt, hat das Wort Photosynthese dann dafür eingeführt im deutschsprachigen Raum. Mit pH, nicht mit F. Hat mit Fotografieren nichts zu tun, hat mit Photonen-Elektronen-Interaktion zu tun. Gut, okay. Unter den Bedingungen, man muss auch noch rühren, damit das System ins Gleichgewicht kommt, muss ein Gleichgewichtszustand hergestellt sein, also die Lösung muss durchmischt sein, homogenisiert werden und im Gleichgewicht, sonst gibt es Gradienten. Unter den Bedingungen können wir also eine rasche Alkalisierung messen, ein Anstieg im pH-Wert. Und das ist ein Beweis für CO2-Assimilation. Das Kohlendioxid wird verbraucht von den Pflanzen, von den Zellen, die Chloroplasten enthalten. Letztlich von den Chloroplasten in den Zellen der grünen Pflanzen. Wenn wir jetzt das Licht abrupt ausstellen, so wie jetzt, dann sinkt der pH-Wert, wie in diesem Musterresultat dargestellt, rasch ab. Und dieser rasche Abfall ist zunächst steil und dann flacht er ab. Und jetzt lernen wir was ganz, ganz Wichtiges.
Photosyntheseforscher haben in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts dieses verrückte Phänomen immer wieder erkundet. Und dahinter verbirgt sich die sogenannte Photorespiration. Wenn also eine C3-Pflanze im Dunkeln, im Licht verdunkelt wird, kommt es zu einem Nachlaufen dieser Photorespiration. Und dieses Problem kann man eben hier wunderschön als raschen pH-Abfall sehen. Gut, summa summarum haben wir also hier den Gaswechsel über CO2-Änderungen in einer durchmischten Lösung, also im Grunde ist natürlich einfach Hydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, eine verdünnte Lösung. Die Zellen nehmen CO2 auf im Licht, sie geben CO2 ab im Dunkeln, sie atmen im Dunkeln, sie assimilieren im Licht. Das kann man alles wunderschön sehen. Ihre Aufgabe besteht darin, dieses Experiment sich durchzulesen und in Kurzform zusammenzufassen. Wie kann man also mit diesen Wasserpflanzen, Sie bekommen einen Spross mit, wie kann man mit diesen Wasserpflanzen den CO2-Gaswechsel untersuchen? Man kann ihn sogar quantifizieren, das wird aber zu weit führen. So, ich komme jetzt zum letzten Punkt. Nämlich, wir haben in der Vorlesung das Thema C3, C4 Pflanzen behandelt und auf Seite 331 ist eines der allerwichtigsten Experimente dargestellt, das eigentlich im Moment in bestimmten Debatten berücksichtigt werden sollte, nämlich wir haben hier eine C3 und eine C4 Pflanze, die bei steigenden CO2-Werten der Luft angezogen worden sind. Da kann man also sehen, dass die C3-Pflanze rasch wächst, die C4-Pflanze nur eine geringe Stimulation des Wachstums erfährt. Ganz wichtig hier, das Bild, ganz, ganz wichtig. CO2-Effekt. Global Greening, was wir gerade gesagt haben. Das ist da nochmal dargestellt, die globale Begrünung. Können Sie ja sehen. Was wir jetzt machen werden, wir untersuchen jetzt, wie C3- und C4-Pflanzen, wenn man sie einsperrt, unter limitierenden Bedingungen hält, wie sie dort miteinander zurechtkommen. Und da werden Sie sich wundern, wenn man nämlich eine C3 und eine C4 Pflanze einsperrt. Ich bin jetzt auf Seite 88, 89, Praktikumsbuch, das ist alles dargestellt. Wenn man die Pflanzen in einen Kasten sperrt, Deckel drauf, Licht an, was passiert dann? Dann wird der Mais als C4-Pflanze, den haben wir hier, letztendlich den Roggen oder die Gerste, also die C3-Pflanze, im Konkurrenzkampf um das Spurengas CO2 besiegen. Wenn man die also in ein Gefäß gibt, gemeinsam, und dann, schauen wir es mal hier hin, und dann in diesem Gefäß, da haben wir die Spitzen noch der Pflanzen, in diesem Gefäß konkurrieren lässt, wird die C4-Pflanze aufgrund der effizienteren Photosynthesemaschinerie, das ist die sogenannte CO2-Pumpe, diese Pflanze, also der Mais, wird überleben, während die C3-Pflanze, Gerste, Roggen, braun wird und zugrunde geht. Dieser sogenannte Killer-Mais-Versuch, Mais bringt Gerste um, weil er effizienter das Kohlendioxid an sich reißen kann, ist ein Darwin-Wallace-Struggle-for-Life-Experiment. Wir belegen, dass unter limitierenden Bedingungen, nämlich Kohlendioxid, Pflanzen brauchen CO2, um wachsen zu können. Wenn das jetzt absinkt, aufgrund der Assimilation der Blätter, siegt eben die effizientere Pflanze, während der Roggen, die C3-Pflanze, jämmerlich krepiert, sie hört auf zu wachsen, sie wird braun, sie stirbt. Damit bin ich am Ende angelangt und ich wollte Ihnen nochmal zeigen, dass das Thema Evolution die Physiologie durchdringt. Beide Herren, die wir dargestellt haben, hätten das unterstrichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.